Hallihallo, ich zeige euch jetzt, wie ihr eine Wünsch-dir-was-Knalltüte machen könnt. Da steht dann noch die Anleitung drauf, das könnt ihr euch in Ruhe ansehen, abschreiben oder euch auch selber einen Text überlegen. Das wird im Prinzip also eine Wunsch-Knalltüte, die ihr für euch selber benutzen könnt oder auch verschenken könnt. Man flüstert da dann den Wunsch rein und mit etwas Glück geht dieser Wunsch in Erfüllung. Also, ihr braucht dafür einmal eine Butterbrottüte. Dann braucht ihr eine Schere, Klebestift, Stifte, ein bisschen Konfetti oder wenn ihr möchtet, könnt ihr es auch anders befüllen, weil das kommt hier dann gleich rein. Ihr könnt auch sagen, ach, ich guck mal, ob ich vom Locher noch ein paar von diesen kleinen Schnipseln in dem Behälter finde. Das könnt ihr auch reinfüllen, wenn ihr jetzt kein Konfetti habt oder Konfetti selber machen aus alten Zeitschriften oder Zeitungen. Genau. Und dann braucht ihr ein Stück von einem Strohhalm. Ich habe jetzt hier so einen Papierstrohhalm. Und das war's schon. Im ersten Schritt schreibt ihr auf eure Tüte, wünscht ihr was? Knalltüte und die Anleitung. Die Anleitung sagt, Tüte aufpusten, Wunsch hineinflüstern und Wunsch mit einem Knall freilassen. Als erstes nehmt ihr eure Schere und schneidet hier oben bei der Tüte das Überschüssige ab. Ne, ihr seht, das ist nicht gleich hoch. Am Ende soll es aber gleich hoch sein. Das heißt, ich schneide jetzt hier einmal eine gerade Linie ab. So. Als nächstes nehmt ihr euren Klebestift und verteilt jetzt diesen Klebestift komplett in der inneren Seite von der Tüte. Passt aber dabei auf, dass ihr nicht schon die Tüte schließt, weil wir müssen ja jetzt gleich noch das Konfetti einfüllen und den Strohhalm festmachen. So, wenn ihr einmal komplett drumherum seid, könnt ihr euer Konfetti nehmen. Und davon ein bisschen was einfüllen. So, ihr seht, Konfetti ist drinne, Kleber ist innen drin rumherum. Jetzt nehmt ihr euren Strohhalm. Und steckt den mittig hinein, so dass er ruhig so ein Stück hineinragt. Und dann klebt ihr eure Tüte zu. Jetzt muss ich hier gucken, weil das hier so ein bisschen sich verdreht hat. Und dann alles schön schließen. Auch beim Strohhalm gucken, dass ihr da gut das bündig zusammengeklebt habt, damit da auch keine Luft entweichen kann. Schön nochmal zum Rand. So. Wenn ihr damit fertig seid, habt ihr eure Knalltüte im Prinzip schon fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch machen müsst, ist dieser Anleitung folgen. Und wenn ihr die aufgepustet habt, dann ist es ganz schlau, wenn ihr dann schnell den Strohhalm einmal umknickt, damit auch hier keine Luft mehr rauskommen kann. Also ich puste jetzt mal auf. Jetzt knicke ich schnell um und dann habt ihr euren Wunsch vielleicht erfüllt.